begrüße Sie wieder sehr herzlich zu diesen Kurznachrichten aus dem Café M des Martinushauses. Zu den einzelnen Veranstaltungen und Gottesdiensten sind Sie herzlich eingeladen. Die Nachrichten schließen wir jeweils mit einem Gebet oder einem spirituellen Gedanken und bisher mit einer Rätselfrage ab. Wer drei Rätsel lösen konnte, bekommt von der Pfarrei ein kleines Geschenk. Die erste Gewinnerin, die drei Rätsel enträtselte, ist Frau Götzinger. Herzlichen Glückwunsch. Sie bekommen einen Gutschein für 20 Euro für den Eine-Welt-Laden Caribou hier in Kornwestheim. Zu den Nachrichten. Freitag, 14. Januar um 13.30 Uhr findet die Beerdigung von Herrn Johann Daniel statt. Um 19 Uhr findet nach den Ferien wieder zum ersten Mal im neuen Jahr das Freitagabendgebet aktuell in der Taufkapelle der Kirche statt. Samstag, 15. Januar, die Kommunionkinder von Kornwestheim treffen sich im Café Im und in der Kirche zwischen 8.30 Uhr und 13 Uhr. Um 18.30 Uhr feiern wir den Vorabendgottesdienst in der Kirche. Sonntag, 16. Januar, um 8.30 Uhr feiern wir die Gottesdienste im Thomashaus und um 9.45 Uhr in der St. Martinuskirche. Innerhalb dieses Gottesdienstes bekommt Frau Pavlicek ihre Urkunde zur Erlaubnis der Durchführung von Wortgottesfeiern überreicht. Frau Pavlicek hat diesbezüglich eine Ausbildung in der Diözese erfolgreich besucht und beendet. Um 11.15 Uhr ist Gottesdienst in der Heilige Geistkirche zu Pettenwil. Montag, 17. Januar um 19.30 Uhr trifft sich das Taufteam zur Vorbereitung der Segensfeier der im letzten Jahr getauften Kinder im Café M. Dienstag, 18. Januar um 9 Uhr trifft sich der Kindergartenausschuss im Café M. Um 16.30 Uhr dann ist Gottesdienst im Pflegeheim Kleeblatt zu Pettenwil und um 19 Uhr Gottesdienst im Thomashaus. Mittwoch, 19. Januar um 9.30 Uhr feiern wir Gottesdienst in St. Martinus. Im Rahmen der roten Beleuchtung unserer Kirche vergangenen Jahres wird in diesem Gottesdienst der Ermordung von vier Katecheten aus Burkina Faso gedacht. Während einer Prozession wurden sie gezielt von Terroristen aus der Menge gezogen und ermordet. Das Führungspersonal sollte ausgeschaltet werden. Donnerstag, 20. Januar um 10.30 Uhr findet eine Wortgottesfeier im AWO statt. Der Gottesdienst im Siegleheim muss aus Corona-Gründen weiterhin entfallen. Um 18 Uhr trifft sich der eine Weltkreis im Johannessaal. Es werden das Thema und die Modalitäten unserer Beteiligung am Katholikentag im Mai besprochen. Um 19.30 Uhr trifft sich dann der Bauausschuss ebenfalls im Johannesraum. Um 20 Uhr sind die Eltern der Kommunionkinder zu einem Stammtisch ins Café M. herzlich eingeladen. Freitag, 21. Januar um 19 Uhr laden wir wieder zum Freitagabendgebet aktuell in die Taufkapelle der Kirche ein. Von Erich Kästner stammen die folgenden Worte für das neue Jahr. Rundheraus, das alte Jahr war keine ausgesprochene Postkartenschönheit, beileibe nicht. Und das neue? Wir wollen es abwarten. Wollen wir es abwarten? Nein, wir wollen es nicht abwarten. Wir wollen nicht auf gut Glück und auf gutes Wetter warten. Nicht auf den Zufall und den Himmel harren. Nicht auf die politische Konstellation und die historische Entwicklung hoffen. Nicht auf die Weisheit der Regierungen, die Intelligenz der Parteivorstände und die Unfehlbarkeit aller übrigen Büros. Wenn Millionen Menschen nicht nur neben, sondern miteinander leben wollen, kommt es auf das Verhalten der Millionen, kommt es auf jeden und jede an, nicht auf die Instanzen. Wenn Unrecht geschieht, wenn Not herrscht, wenn Dummheit waltet, wenn Hass gesät wird, wenn Muckertum sich breit macht, wenn Hilfe verweigert wird, stets ist jeder Einzelne zur Abhilfe mit aufgerufen, nicht nur die jeweils zuständige Stelle. Jeder ist mitverantwortlich für das, was geschieht und für das, was unterbleibt. Und jeder von uns und euch muss es spüren,
wann die Mitverantwortung neben ihn tritt und schweigend wartet. Wartet, dass er handle, helfe, spreche, sich weigere oder empöre, je nachdem. Ich wünsche Ihnen wieder einen guten Tag und eine gute Woche.